Hallo zusammen, Jörg Fuhrmann mal wieder hier mit einem sehr spannenden Interviewgast hier im Freiraum-Institut und zwar mit dem Majid Abdelaziz aus Algerien, der mich mit seinem Sohn Hanin spontan gestern hier besucht hat während meiner transpersonalen Ausbildung. Mittendrin hat sich das so ergeben. Es war auch eine spannende Synchronizität, weil ich zwei Tage vorher angefangen habe, über Wilhelm Reich und auch über seine Arbeit zu referieren und wusste gar noch nicht so richtig, warum. Und dann klingelte abends quasi der Messenger und da war die Frage drin, wir sind gerade hier in der Schweiz, wir kommen vorbei, hast du Zeit? Ja, habe ich natürlich sofort zugesagt. Und dann hatten wir gestern hier einen kleinen spannenden Vortrag für die Gruppe der Ausbildung. Und ich wollte mit Majid die Gunst der Stunde noch nutzen, jetzt heute Morgen noch mal ein wenig über seine Arbeit zu sprechen, sein Leben und was im Grunde dahinter steckt, hinter dem Ganzen, was er so gemacht hat. Also erstmal schön, dass du da bist. Ja, danke. Ausnahmsweise heute hier bei dir ohne Hut. Ohne Hut. Aber können wir auch ändern. Der Mann mit Hut. Ja. Und ich freue mich auch hier zu sein. Gestern war sehr angenehm. Wir haben uns ausgetauscht. So, die Atmosphäre stimmt. Und heute haben wir dann deine Anlage da oben besichtigt, die strahlt richtig was und daneben ist ja eine Basilikumpflanze und die wächst und wächst und gedeiht, ja. Und das beweist, dass diese Anlage auch über diese Urzeitcode einfach verfügt und das auch prägt, ja. 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 Also für die Leute, die jetzt bei mir im Kanal sind, die wissen gar nicht, was machst du eigentlich für eine Anlage? Was ist denn das überhaupt? Das ist eine Sphärenharmonieanlage. Es gibt ein großer und es gibt ein kleiner. Mhm. Nach jahrelanger Forschung und Tätigkeiten in der Wüste Algeriens, wo ich da Regen- und Wüstenbegrünung wieder gemacht habe, da ging es drauf und runter mit dem Terrorismus und Ängste waren bei mir sehr groß. Und ich konnte nicht so lange bleiben auf dem Grundstück, weil es war nicht das Klima instabil bezüglich dieser Terroristen, die waren überall. Ja. Und dann habe ich intuitiv einfach, bin ich darauf gekommen, dass diese Anlage mehr kann. Die kann auch irgendwie harmonisieren, aber nicht nur harmonisieren, indem sie das Do, das Po, also das Do, die Organ ins Po, positiv, dachte ich, es kann auch in Angst in Liebe umwandeln. Ja. Und dann habe ich damals vieles über die vier Herzkammer des Herzens und eine gibt, die insgeheim gehalten wird von Wissenschaft und so. Es gibt Leute, die da richtig geforscht haben und die haben das beschrieben. Und anhand dieser Beschreibung und dieser Mechanismen, die da drin sind, zum Beispiel konnte man mit Mikroskop eine Form von Dodekaeder, da konnte man ein Lichtmännchen da sehen, wo die Temperatur über 100 Grad beträgt und dann war dann das Herz mit involviert, also mit Wirbelstrukturen bei mir, dann Schauberger, Implosionstechnik und dann habe ich gedacht, ich mache ein Liebesenergie einfach. Zuerst war nach Bernsem die Wiederentdeckung des Lebendigen. Es war eine lebendige Energie. Dann dachte ich, jetzt ist die lebendige Energie da. Man macht aus dieser lebendige ein Liebeslebendige Energie, weil das Gegenteil nach Wilhelm Reich von Liebe ist nicht Hass, es ist Angst. Und dann konnte ich diese Elemente rein alle zusammenbringen und so ist die Sphärenharmonie, die Mini-Sphärenharmonie entstanden. Und die ist dann fähig, einfach sich mit unserem Herzchakra zu koppeln, weil das ist auch ein Torus hier. Ja, das Herz ist nicht ein Pumpe, wie man uns einfach versucht klar zu machen. Und dann diese Anlage hat eine immer, wie sagt man, gleichbleibende Schumanns Frequenz, die verloren ist. Ja. Wir sind dynamisch, das ist die statische und dann, wenn die da kommen, das heißt, es ist wie eine Batterie. Wenn deine Batterie schwach wird, kriegst du von
der Anlage die gewisse Energie, dass du dann das wieder hast. Ja. Und diese Energieausgleich an Glücklichsein, an Liebe, an Ausgeglichenheit, an du spürst das einfach, ja, und du bist wie erquickt, ja, ja. Und du hast nicht diese Ängste dann und so. Und dann du merkst das in der Produktivität, du merkst das im Umgang mit Menschen. Du zum Beispiel als Therapeut hast du Konflikte mit Patienten ab und zu mal. Dann weißt du, wo du die holst, wie gehst du einfach auf die Konfrontation. Du hast die Ängste nicht, weil sobald du Angst hast, dann machst du auch zu. Zu, ja. Und dann er macht zu und dann es gibt dann Bum Bum sozusagen und ist ja keine Lösung. Das heißt, dein Chakren funktionieren wirklich, du bist in der Vertikalität. Vertikalität bedeutet, die Chakren drehen synchron und speisen sich gegenseitig, dass die Energie dann einfach hochsteigt. Wenn die nicht synchron, einer so und einer so und es entsteht Chaos. Mal hast du Rückenschmerzen, mal Kopfschmerzen und dann dazu die Angst und dann dazu die Schuldgefühle. Ja. Angst ist in Muladhara, Schuldgefühle ist im Solarplexus. Ja. Dann kannst du nicht dich entfalten höher, die anderen sozusagen. Und dann verstehst du die Welt anders. Du weißt, es gibt dann eine Körper und dann es gibt einen Astralkörper, ein Mental, ein Kausal, dann bleibst du in der Theorie, verstehst du? Und du versuchst dann, es ist immer ein Nebel um dich herum. Aber sobald du in der Vertikalität bist, bist du in der Intuition. Ja. Dann hast du Zugang zu dem Geheimwissen. Ja. Weil es ist in dir, schlummert nur, aber dazu musst du vertikal sein, weil du kommst zur Welt mit zwei Eigenschaften. Du kommst mit Instinkt, wie die Tiere und so. Und das ist die Aufgabe vom Instinkt, ist dich am Leben zu erhalten. Mhm. Ja. Exakt. Leben bedeutet, wie sterben ist das Gleiche, deshalb haben wir Angst, Angst vor dem Tod. Das ist die erste Hauptsache. Und wenn du jetzt zum Beispiel diesen Instinkt weißt darum, das ist ein echter Instinkt, kommt irgendwas, eine Gefahr, Adrenalin ausschütten und so, und dann hast du mehr Kraft, du kannst mehr retten. Aber es gibt einen anderen Instinkt in unserer Gesellschaft, Instinkt von Gerichtsvollzieher, Instinkt von Finanzamt, die Leute haben Angst, zum Briefkasten zu gehen. Das ist alles künstlich, verstehst du? Und dann, die sind nicht mehr so in ihrem wahren Element. Das ist dann eine virtuelle, falsche Welt. Ja. Und dann dazu die Medien, die falschen Nachrichten. Ja. Dann weißt du nicht, woran du bist. Ja. Und, und wenn du anfängst, dann Medikamente zu nehmen, der Alkohol, oder? Dann bist du wirklich in einer tiefe... das ist schwierig. Ja, die Matrix. Und dann wirst du die andere Welt, du bist in der Matrix, genau. Mhm. Und dann bist du dann im Kopf, du bist nicht mehr im Herzen. Mhm. Weil du steigst wie warme Luft nach oben und dann hier merkst du im Kopf, dann streitst du, streitsüchtig, alles ist dir nicht gerecht, alles ist negativ. Und weil du versuchst, irgendwie da rauszukommen. Ne? Mhm. Ja, und wenn du so machst, irgendwann mal ein bisschen in Depression, weil du keine Kraft mehr hast. Mhm. Ja? Und deshalb diese Sphärenharmonie, die holt dich da raus. Mhm. Ja. Und wenn du irgendwann mal, der Prozess geht weiter, im Intellekt behaftet bist, dann, das ist das Freiwille und Freiheit, unsere Bestimmung einfach, dass wir über den Geist gehen. Der Eckhart Tolle beschreibt es in seinem Buch Jetzt, wo er dann in einen Sog sich gefühlt habe, weil er so weit war, sich umzubringen, wo er gesagt hat, ich kann nicht mehr mit mir selbst weiterleben. Ja. Also wieso? Mit mir selbst. Das heißt, es gibt das Ich und noch was. Ja, genau. Irgendwas muss falsch sein. Ja, genau. Aber er war so weit. Er war so weit, das wahrzunehmen. Bifurkationspunkt, Quantensprung, Erleuchtung. Ja. Ja. Und dann, als er erwachte, sagte, ich hörte einen Vogel Stimme, ich dachte, das wäre ein Diamant, wenn ich das beschreiben würde. Ja. Der kam in eine andere Etappe, wo die Seele ganz anders war. Ja? Du verstehst,
Du bist in der Intuition, aber du kannst das nicht erklären. Das ist auch Buddha passiert. Verstehst du? Stimmt. Ja, kann er nicht erklären. Ja. Und jetzt sag mal, die Anlage wirkt ja weiter. Wirkt, ja, 180 Kilometer. Ja, und die holt dich aus dieser Depression, die holt dich aus dieser Angst. Jetzt kommt die Frage. Ja. Da sind ja... Da wohnt ja nicht nur ich in dem Feld, sondern sehr viele andere. Das kommen ja auch viele Menschen hier hin. Ja, ja. Und es ist ja nicht so, dass alle gleich davon affektiert werden oder gleich davon hochgezogen werden. Ne? Nein, die spüren. Es liegt daran, in welchem Zustand die sind, wie viel Schmutz sie haben. Ja. Ja. Das heißt, das ist wie ein Lappen. Jetzt mal, wenn du kommst, geht eine Schicht weg. Mhm. Aber es geht was ab. Weil wenn alles auf einmal geht, wirst du wie die Kundalini, wenn sie auf einmal hochsteigt, kaputt. Kundalini-Psychose. Ja, Psychose. Das heißt, die Natur hat so gemacht, die Schichten sind hart und dann die gehen langsam ab. Es gibt Leute zum Beispiel, die einen Abweichler haben, die können sofort klar und die sind da, weil sie an sich durch Meditation, durch Fasten, durch Yoga gearbeitet haben. Ja. Aber jemand, der nur in der Bude gesessen hat, hat nur gesoffen und hat nur Sex und hat was weiß ich, schwierig für ihn, aus dieser Welt rauszukommen. Mhm. Aber bei dir dauert es nicht, was weiß ich, eine Stunde, du spürst da. Bei ihm vielleicht Monate, vielleicht, Und gibt es auch, ich sag's mal, würdest du sagen, dass es auch Menschen gibt, die sich dann in diesen Zuständen, die du gerade beschrieben hast, befinden, die sich wieder gegen auch wehren oder das aktiv dann vermeiden? Also da hatte Reich ja auch Begriffe wie so Charakterpanzer, Körperpanzer, ne? Also das wird ja in der Psychoanalyse auch dann Widerstand genannt und Abwehr. Ja, ja, Wilhelm Reich hat vieles entdeckt. Er hat entdeckt, dass unsere Muskeln, besonders Narben und sowas, viel speichern und es bleibt da drin, ja. Genau. Und viele Leute haben das nicht studiert. Guck mal, ein Mensch ist amputiert, aber er spricht von Phantomschmerzen. Ja, das ist noch da, das ist auf der energetischen Ebene auch da. Ja. Es gibt Leute, die eine Operation haben und die sind wetterfühlig. Die, die spüren Gewitter, wenn die da sind. Ja. Und es gibt andere, die das emotional, weil du hast irgendeine rettende Funktion bei dir, wenn du dich ärgerst. Und irgendwohin muss die Energie, verstehst du? Statt jemanden umzubringen, du hältst dich in Ballung, du machst eine Panzer, aber das ist dann gespeichert, diese geballte Energie in deinen Muskeln, verstehst du? Ja. Und deshalb hat er Therapien entwickelt mit Massage, wo die Leute anfangen dann zu vibrieren. Ja, genau. Und das, diese Energie kommt raus. Ja, genau. Also er hat es beschrieben als eine Quelle, die will raus. Ja. Und durch irgendein Problem in der Gesellschaft spalten sie sich. Stell dir vor, jemand arbeitet bei VW. Ja. Und hast du ja auch immer, mal. Ja, als Ingenieur. Und er hat immer Schwierigkeiten gehabt. Mhm. Und die Familie hat immer auf ihm rumgehackt. Ja, wann suchst du dir eine Freundin? Komm schon. Mhm. Ja, ja, aber sind 2 Jahre hier und du zeigst kein Interesse an Frauen. Da bist du von der anderen Seite. Nein, 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 er kommt schon. Ich muss erstmal das fertig machen. Irgendwann mal hat er eine Freundin. Oh, toll, das ist gut. Da hättest du es früher gemacht und so. Ja, aber jetzt dauert es 10 Jahre und nichts passiert. Kein Kind und sowas, ja. Wir haben geheiratet inzwischen. Und immer, wann bekommen wir hier Enkelkinder und sowas, ja. Ja, und irgendwann mal ist ein Enkelkind da, ja. Hat nur Pech, verstehst du? Und dann das Enkelkind, 4 Jahre, spricht nicht mal ein Wort. Er sagt, wann? So redest du mit ihm nicht. Was hast du gemacht? Das liegt an dir, nicht an dem Kind. Ja, Kinder sprechen mit einem Jahr schon, alles perfekt. Und heute ist er im Badezimmer ganz früh. Und er will dann schnell zur Arbeit, er ist am Rasieren und plötzlich schneidet er sich und sagt, Scheiße. Mhm. Und an der Türecke hört er eine Kinderstimme, die sagt, Scheiße. Mhm. Oh, lässt alles fallen, mein Kind hat gesprochen. Komm mal hier, wiederhol das. Und er küsst ihn. Scheiße, er kriegt einen Kuss. Scheiße, er kriegt einen Kuss. Er geht im Schlafzimmer. Deine Mama, sag mal, ja. Scheiße, er kriegt da auch einen Kuss von der Mutter und sowas. Und für Scheiße kriegt er einen Kuss. Plötzlich geht die Tür auf, kommt die Oma, die auf ihn aufpasst.
Und er dachte, jetzt kenne ich auch einen Gruß von der Oma. Er sagt, die Oma sagt, komm zu mir, mein Baby. Und er sagt, scheiße. Und er kriegt eine gedonnert. Ja. Ja. Verstehst du? Ja. Und da entsteht diese Spaltung. Ja. Verstehst du? Ja. Früh. Ja. Ja. In Liebe und das Gegenteil Angst. Ja. Ja. Und Angst nimmt immer die Herrschaft. Du hast Angst vor Tod, du hast Angst, dich falsch zu benehmen, du hast, und es wächst und du wächst und sich. Wächst und du hast ein doppeltes Leben, wie bei Eckhart 2x dann, diese Spalte. Angst, sich einzulassen auf das Leben, und das Unbekannte. Ja. Ja. Und mit dieser Anlage haben wir so Frequenzen reingetan, einfach. Du hast das Herz, was du drin hast, was dir diese Liebesgefühl, Schmetterlinge im Bauch gibt, ohne Verstand, deshalb sage ich, sei wie ein Kopf, Salat, trägt dein Herz im Kopf. Ja. Ja. Und dann diese Anlage, die bringt dich in diese Situation, dass du dann so wie ein Kopfsalat wirst, dass du dann sozusagen diese Liebesgefühl ständig spürst. Ja. Und dann bist du induziert von dieses Gefühl, dann kannst du mit nach außen gehen. Ja. Erst einmal die Anlage, wenn du dich in 180 Kilometer Radius, Umkreis bewegst, 90 Kilometer Radius, bist du immer einmal in Verbindung mit der Anlage, es wird immer bei dir, verstehst du, bleiben. Ja. Und wenn andere die Anlage haben, dann kommst du in einen anderen Umfeld auch, wo du das dann auch spürst und so, ja. Und einmal, wenn du das ist wie Nektar, wenn du das geleckt hast und du weißt, es gibt sowas, dann sehnst du dich danach. Verstehst du, da kommst du in Ruhe. Nach dieser höheren Ordnung. Ja, voilà, dann nach diesen höheren Ordnung. Und du hattest ja am Anfang gesagt, man braucht auch eine gewisse Intuition. Und du hattest ja so eine Grunderfahrung in deinem Leben mit dem Hubschrauber. Vielleicht möchtest du das erzählen? Ja, also, das mache ich nicht gern, weil das macht mich dann wirklich traurig. Das war ein sehr, sehr schwieriger Moment. Ja. Viele Insassen sind gestorben. Dann habe ich gesagt, hier immer, warum ich? In dem Hubschrauber sogar der Pilot hatte seine zwei Kinder mitgebracht. Ah, ja. Und die sind auch dabei draufgegangen. Von heute auf morgen ist die Frau dann ohne Mann, ohne Kinder. Die habe ich auch getroffen. Oh. Ja, aber für mich dachte ich, warum nicht ich? Ja? Und da kam ein Tuareg und er sagt, ja, hast ein zweites Leben geschenkt bekommen, weil die Wisse dich noch braucht. Ja. Und ab da bin ich in diesem... Also du für die Leute, ne? Also du bist da mit einem Hubschrauber mit 17 Leuten in die Wüste geflogen, ne? Ja, wir wollten da die Wüste, das sind in Alger, dieses offene Museum und Sefar, eine uralte Stadt, wo noch Fresken, Malereien von Außerirdischen, sagt man, Erich von Däniken war da, der Alexei Growley, der Satanist war auch da, der hat die Wissenheiten, der hat das ganze Wissen von da irgendwie bekommen. Das ist schon sehr interessant, da zu sein, das zu sehen. Ja. Und ich war in dem Hubschrauber und plötzlich eine Stimme hörte ich aus mir jenseits. Ich weiß nicht, was sie wollte und ich musste dann raus. Ich dachte, das sind dann rausgesprungen. Da Reste, Hubschrauber, das ist ja ein Hublot, so eine Öffnung. Ja. Ja. Und es ist ja gar nicht schwer, klar. Kleine Treppe, du bist draußen. Oder war irgendwie am Starten oder was, ne? Ja, also, Motor war an und dauert meistens eine halbe Stunde, gehst du raus und so. In dem Fall war ich draußen. Ja. Ja, ich hatte die Plastikflaschen, ich wollte, für Hubschrauber war schon oben, war alles komisch, ging alles schnell, ja. Und dann sah ich, wie es verwirbelt und... Da ist ein Deutscher, der dabei war, dem habe ich auch das Leben gerettet, der war zu 80% verbrannt, heißt Johannes Groschupf. Und er hat ein Buch weit da draußen, wo er diesen Unfall genau beschreibt. Ach ja. Ja, der ist in Berlin. Also der hat auch überlebt? Er hat überlebt und er ist Schriftsteller geworden. Also ihr beiden oder noch mehr? Nur ihr beiden. Da hat auch der Co-Pilot. Aber der ist dann danach gestorben. Ah, okay. Ja. Und wir wissen nicht, wurde auf dem Hubschrauber
geschossen oder ist das natürlich? Damals waren schwierige Zeiten, war Terrorismus und so. Ja, okay. Kann man nicht sagen und ich möchte auch keine falschen Behauptungen da im Raum darstellen. Aber der Schriftsteller, jetzt Johannes Groschow, der hat zwei Bücher, kann man überall. Er schreibt sogar Krimi, der hat Hot Berlin, jetzt ist raus, wo er nach der Pandemie, wie er sich lebt und richtig spannend geschrieben, ja. Und das war ja was Prophetisches, die Wüste brauchte ich noch. Du hast dann später jetzt den Salzsprung mit Desert Greening da, das, ja, die auf einmal kamen alle wie magnetisch angezogen, Leute wie Demeo, wie Bernd Senf und dann kam Bad Ischl mit dem Schauberger, da kam Peter Köhne mit Radionik. Also die interessantesten Leute, also Higara, Emuto, Dieter Bröhrs, viele einfach. Und es war so einfach, die zu treffen. Und es war ja 94, 95 bis 97 und dann habe ich dann mit Blocher in Algerien auf höchster Ebene so eine Kläranlage mit auch dieser Orgongeschichte gebaut. Und dann die Regierung wollte eine Regenoperation, dann hat Demeo abgedankt, weil der Terrorismus sehr hoch war. Dann habe ich einen Deutschen gewonnen, der gerade seine Palmblatt-Bibliothek lesen ließ. Mhm. Und der sagt, ich komme mit, ich weiß, es wird mir nichts passieren, weil keiner wollte mit. Ja. Mhm. Und dann war ich da, habe ich die erste Operation zum ersten Mal gemacht. Zuerst war nur Theorie, aber da Demio nicht wollte und ich hatte einen riesen Vortrag gehalten beim Ministerium und Wissenschaftler. Da haben sie gesagt, du kannst das so gut erklären, warum machst du das nicht selbst? Ich wollte Nein sagen, aber es kam ein Jahr raus bei mir. Weiß ich auch nicht. Ja, und dann war ich da und dann habe ich es gemacht und es hat geregnet. Ich habe es auch nicht verstanden. Plötzlich war das da einfach wie beschrieben jetzt in den Büchern. Vielleicht kannst du noch mal erklären, du hast mir das draußen schon mal noch mal ein bisschen erklärt, wie das mit dem Torus, also die Anlage baut ja einen Torus auf, wie das funktioniert für die Leute. Also das ist ja so, das ist ja kein klassischer Cloudbuster, wie Reich den gebaut hat, ne? Sondern muss es sich die genaue Technik beschreiben, aber einfach das Prinzip wäre nochmal interessant. Ja, das muss man, die Leute, die ersten Leute, die haben versucht, das zu erklären nach Wilhelm Reich, mit Cloudbuster, mit Dor, mit Po, mit, das war sehr schwierig. Und ich habe irgendwann mal, weil es war ich ja bekannt, als ich bei VW war, ich habe immer schwierige Sachverhalte irgendwie ganz einfach erklären können. Das kommt aus dem Sufismus, weil ich dieser Richtung bin. Die Sufis sind die besten Psychotherapeuten. Die erzählt dir eine Geschichte und aus der Geschichte nimmst du was, ohne dich zu verurteilen. Verstehst du? Und ich habe dann in die Blumensprache das versucht zu erklären und es kam an. Die Leute haben sich wohlgefühlt. Ja. Das erste Mal, wo ich zum Beispiel Leute an Computer dabei, VW in Wolfsburg, arbeiten ließ, ich habe mir das angeguckt, die sagte, so geht's nicht. Die hatten immer eine Frau, mit Frau, ein Mann und eine Frau und die haben sich gegenseitig blockiert, weil einer nimmt immer die Opferrolle und der andere die Macherrolle. Dann habe ich gesagt, nee, also Frauen allein, Männer allein, ja, was für Verhältnisse, wir sind nicht in Algerien und so, habe ich gesagt, ist okay. Und dann wollten sie die Computer aufbauen, habe ich gesagt, nein. So geht es nicht bei mir. Die Computer kommen alle im Schrank. Ja. Und dann kommen die Leute, sind leere Tische da, Steckdose. Und dann sage ich, jeder macht seinen Schrank auf. Und da ist ein kompletter Computer, Tastatur, alles durcheinander. Alles erstmal auf den Schreibtisch bringen. Und dann, wo kommt die Tastatur hin? Er muss das selber machen, wie ein Kind, spielerisch. Ja. Und dann er lernt, dass der Computer einfach ist. Ja, ist wie ein anderes Gerät. Und dann habe ich immer zwei Frauen zusammengebracht, die sich dann geholfen haben. Weil da war keine Angst. Da war keine Mann, Frau oder so oder Freak oder. Und dann, das war die beste Gruppe. Die haben dann schneller gelernt und schneller das entdeckt und konnten dann andere Gruppen reinkommen. Ne? Ja. Und an der Uni haben wir das, wie ich beschrieben habe, vier an einem Computer, verstehst du, und
Einer hat immer die Maus in der Hand und einer die Tastatur und einer versucht so zu gucken und einer redet da und da hinten, was machst du da und sowas. So geht's nicht. Ja? Ja. Ich gesagt, immer ein Post für höchstens zwei Leute. Und um das zu erklären einfach, habe ich dann Akupunktur genommen. Weil nach Hermes Trismegistos, es gibt keinen Unterschied zwischen unheimlich groß oder unheimlich klein. Mhm. Im Atombereich oder so kannst du die selben Geschehnisse und Frequenzen und sehen. Oben, unten, innen, ja, außen. Voilà. Und deshalb, wenn du die Erde nimmst, der Himmel ist die Haut. Mhm. Und du hast Leylines, du hast alles und du kannst dann Energiepunkte, wo du dann Energie reingibst und also tonisieren, rechts drehend, oder Energie abnimmst, sedieren, links drehend im Himmel. Mhm. Und wenn die Energie dann fließt, dann nennt man die Chinesen das Qi. Mhm. Das Qi ist das Organ. Genau. Es muss immer fließen. Und das Cha ist das Do, deadly Organ. Ja. Das ist damals schon alles da und die Leute verstehen das am besten. Ja, und die wissen dann, warum es Blockaden gibt. Ja. Ja. Und es hat dann mit dem sauren Milieu und mit dem basischen Milieu. In einem basischen Milieu kann kein Krebs, keine Krankheit entstehen. Der, ich weiß nicht, wie der hieß, Burkhardt oder so, der... Otto. Otto, ja. Ja. Der hat das damals... Otto Warburg, meinst du? Ja, Warburg, ja, ja. Der hat dieses Prinzip einfach, in einem basischen Milieu kann keine Krankheit entstehen. Der war ja der persönliche Arzt vom Hitler. Ja. Und der hat ihn beauftragt, einfach freizunehmen, bis er was gefunden hat, was alles heilt. Und er kam zurück, er hat diesen berühmten Satz gesagt, in einem basischen Milieu kann keine Krankheit entstehen. Und bei mir, meine Wetterarbeit, hat auch mit basischem Milieu Organ. Ja. Und mit einem sauren Milieu mit Doch. Ja. Ja. Und wenn ich jetzt sagen, bei einer Wolke kommt, H2O, die ist in einem Zustand basisch, die kommt in einem Gebiet, wo nicht basisch ist. Ja. Ist, ne? Ja. Und da, es ist nicht ihr Milieu, geht sie auseinander. Ja. Die Has allein und die Os allein und so, ja? Ja. Und dann haben wir bei dieser die Entstehung von O3, ja. Ozon. Ja. Ja. Und dann haben wir, alles ist trüb, alles ist schlierig, ja. Kommt kein Regen. Und wenn die noch sprühen, die helfen auch diesem sauren Milieu. Ja. Dann komme ich mit meinem Gerät, die blockiere ich einfach, Cloudbuster, also versus meine Version Himmelsakupunktur. Ja. Das heißt, diese Organphysik arbeitet so, du gehst nicht in die Wolke rein, sonst du schwächst das Organ, ja, du gehst daneben und du vergrößerst das Potenzial sozusagen. Ja. Und dann, wenn das Potenzial so groß ist, geht es automatisch, es wird dann exponentiell schneller. Ja. Ja. Und dann hast du Organ und in ein Organmilieu gehen die O3 auseinander, ja. Ozon. Ja. Und dann die Verbindung zu den anderen Elementen von Wasserstoff, HH, die noch da verteilt sind vor der ersten Operation, dann hast du H2O. Und dann du siehst im Himmel die Entstehung von Wolken aus dem heiteren Himmel. Toll. Und das dauert 2-3 Stunden, dann hast du richtig Verdichtung und hast du Regen. Das habe ich öfters gehabt und gefilmt. Da war einmal Bernd Senf dabei, der ist fast verrückt geworden. Und der fing an zu tanzen und zu sagen, danke Willi, danke. Ja, super. Okay. Ja, danke dir. Ja, danke für die Erklärung. Ja. Ich hoffe, du konntest ein paar Ideen und Eindrücke kriegen von Majid, seiner Arbeit, von diesem spannenden Wüstenbegrünungsprojekt, was sehr erfolgreich seit über 20 oder fast 20 Jahren läuft. Ne? Nee, mehr. Und mehr schon. 94. Ach, 94 ist angefangen. Ja. Ich dachte, es war 5. Ja, nach dem Unfall hat es dann angefangen. Also sind 30 Jahre im Okay. Ja, und wenn du dich da weiter informieren möchtest, dann kannst du ja auch mal im YouTube-Kanal, ich werde den auch unten verlinken, von der integralen Umweltheilung schauen. Da findest du Massen an Informationen zu dem Thema. Ich wünsche dir erstmal alles Gute und ja,
danke fürs Liken und auch fürs Teilen. Und schöne Grüße von Majid und Jörg aus Stein am Rhein vom Freiraum-Institut.